Jetzt ist Frühstückszeit. Joghurt. Basismüsli. Klingelstreich haben wir gemacht. Wie am Telefon oder? Nein, an der Haustür. Cherry-Tomaten. Die hast du schon mal immer zu Hause? Boah, die habe ich immer zu Hause. Diese Teigtaschen mit Puderzucker. Oder haben wir am Dom gegessen. Ach so, ja, okay, das kann man schlecht mitnehmen. Schmalzkuchen. Guten Morgen. Moin. Hi, B-Team. Ja, bei dir? Grüß euch. Gut, danke. Auch gut. Ja, B-Team, wir dürfen heute den Tag ein bisschen mit dir verbringen. Yes. Rund ums Thema Essen. Deswegen erste Station für uns Frühstück. Okay, das heißt, du ziehst dich um und wir treffen uns oben, heute mal nicht in der Küche, weil da lassen wir die anderen Jungs mal essen, aber wir gucken mal oben, was du so frühstückst am Tag, ja? Perfekt, machen wir, ja. Perfekt, bis gleich. B-Team, willkommen zurück, frisch umgezogen. Yes. Jetzt ist Frühstückszeit, das ist normal, oder? Vom Ablauf her? Ja, ist eigentlich ganz normal. Wir kommen immer dahin, dann begrüßen wir alle Leute, die uns so über den Weg laufen. Mitspieler, Staffmitglieder. Und ja, dann geht's zum Frühstück, Energie tanken fürs Training und ja, dann ist der normale Tagesablauf auch wieder ganz klar. Okay, ja, heute darf ich ja mal mit dir mitfrühstücken. Ich bin gespannt, was es gibt. Ich helfe gerne mit, aber du entscheidest jetzt, was reinkommt. Hoffentlich schmeckt es dir dann auch. Mir schmeckt es immer und ja. Okay, können wir loslegen zu schneiden. Sag mal, was kann ich tun? Du kannst mal die Äpfel schneiden. Okay. Das ist nicht so meine Stärke. Was nimmst du? Bananen? Ist einfach ich nehme Banane, ja. Okay. Gentleman. Sehr gut. Ja, B-Team, ich weiß ja, du kommst ursprünglich, geboren bist du noch im Kosovo, ne? Oder in der Schweiz schon? In Kosovo, ja. Und wie lange hast du da gelebt? 6 Monate nach meiner Geburt war ich noch in Kosovo, weil da der Krieg ausgebrochen ist. Und meine Mama ehrlich so halt im Urlaub war und die Grenzen gingen zu und so und dann konnte ich so das erste Mal in die Schweiz, weil meine Eltern waren schon in der Schweiz, konnte ich das erste Mal in die Schweiz kommen nach 6 Monaten, nach meiner Geburt. Und dein Papa war schon da, ne? Mein Papa war schon da, ja. Der hat mich auch das erste Mal dann gesehen. Ach krass. Weil der konnte ich auch nicht und gute Telefonverbindungen hatte man auch nicht, so 1999. Ja. Und ja. Eigentlich so eine interessante Story. Ich kann mich jetzt nicht groß erinnern, aber so wie meine Eltern erzählen, war schon nicht einfach für die. Glaube ich. Und ja, danach halt in der Schweiz aufgewachsen und eigentlich war sehr gut. In der Schweiz? Ja. Ja, wenn es jetzt gerade beim Thema Essen ist, ja immer so, finde ich, viel spielt auch eine Rolle, wo kommt man her oder wo lebt man. Mhm. Was würdest du sagen bei euch zu Hause? Welche Küche gibt es da mehr? Oder als in deiner Kindheit? Boah, also zu Hause muss ich sagen, alles ein bisschen gemischt. Wenn gerade jetzt, wo wir beim Frühstück sitzen, was gab es bei euch auf jeden Fall immer auf dem Frühstückstisch? Also immer, also auch sehr unterschiedlich, weil ich bin jetzt auch nicht einer, der nur Müsli isst. Ja. Also ich schaue, dass wenn ich heute Müsli und Joghurt esse, dass ich morgen vielleicht Rührei habe oder am nächsten Tag dann einfach Brot mit Avocado oder was. Und da schaue ich eigentlich, dass ich sehr unterschiedlich esse. So. Aber in deiner Kindheit hast du doch bestimmt auch mal... Ah ja, da habe ich auch Cornflakes gegessen und ja, was man da so isst. Aber jetzt als Profisportler hast du da... Ja, jetzt ist es ein bisschen anders. In der Kindheit hat man so alles zu sich genommen. Die feinen Sachen, die ungesunden. Und jetzt ist es ein bisschen anders. So, ich weiß nicht, ob das schon reicht. Boah, das hast du sehr gut gemeistert, ja. Danke. Muss ich sagen, das reicht schon. Dann, was als nächstes? Als nächstes... Das ist ja nicht nur deine jetzt, ne? Die teilen wir. Okay. Als nächstes machen wir... Die Beeren. Okay, da muss man gleich auch nicht so viel tun. Ne? Ja. Machst du die Erdbeeren wieder? Ja. Ich mach die Himbeeren. Bitte teile die nochmal. Die sind mir zu groß. Okay, das heißt, Cornflakes gab's. Und wenn ihr, ich weiß nicht, habt ihr auch mal irgendwie viel Besuch gehabt und dann Brunch, keine Ahnung, wie man das ja, halt. Kennt. Auch. Aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr so gut erinnern, aber ich. Vor allem, wenn ich jetzt die letzten Jahre anschaue. Ja. Ich habe ja noch einen Bruder und eine ältere Schwester. Mhm. Also sind beide älter. Wohnen auch beide alleine. Und
Ja, bei denen werden wir auch immer eingeladen. Mhm. Und da essen wir dann alle zusammen. Also dann wird das zubereitet. Genau. So als Familie irgendwie auch so. Genau, ja. Also auch sehr eine gute Bindung so zur Familie. Ja. So, dass wir am Sonntag ist meistens so der Family Day, wo man zusammen frühstückt und ja, sich ein paar Stunden Zeit lässt für die Familie. Ja. Joghurt. Top. Basismüsli. Was? Knuspermüsli. Alles, okay. Ja. Okay, okay. Aber erstmal muss Joghurt rein, ne? Was machst du? Und ja, das war's eigentlich. Okay. Joghurt kommt zuerst rein. Ne? Da haben wir noch so. Ja, okay, nimm den. Soll ich den nehmen? Ist egal. Nur damit du gleich den hast zum Essen. Perfekt. Aber nice. Unsere Athletiktrainer, die sind auch ein bisschen mit im. Ja, ja, also wenn man so Infos braucht und wenn man so Tipps braucht, dann geht man zu Karim oder zu Christoph und die helfen uns auch sehr gerne. Hast du schon das Gefühl, dass Ernährung auch einen Einfluss auf deine Leistung hat? Boah, ich sag sehr. Vor allem, ich sag so, man merkt es, ich denke, man merkt es nicht so, die ersten 20 Minuten oder die erste Halbzeit merkt man das nicht so. Mhm. Aber ich sage, wenn es dann drauf ankommt, so ab der 70. Minute, ist eigentlich die Ernährung sehr entscheidend, was man zu sich nimmt, auch die Supplements so vor dem Spiel. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Faktor, weil man dann eigentlich in den letzten Minuten sieht, wer mehr Kraft hat und wer nicht. Und dass eigentlich auch sehr viel durch Ernährung kommt. Und wann kam der Punkt, wo du gedacht hast, okay, jetzt musst du ein bisschen. Ja, man merkt es halt mit der Zeit so, wenn man so ein bisschen ins jugendliche Alter kommt, da weiß man das stark. Da weiß man halt so, man merkt, man muss mehr auf seinen Körper achten. Ja. Man kann nicht mehr so das Erste, was man macht, schießen auf dem Platz, weil es sehr schnell zu einer Verletzung führen kann. Und ja, man muss so selber auch die Erfahrungen machen. So, nicht jeder ernährt sich gleich. Manche sagen zum Beispiel Avocado-Brötchen am Spieltag ist gut. Manche sagen, besser sind nur Pancakes. Mhm. Und es hat einen Unterschied. Schon individuell, genau, auch einfach, ne? Wie man die Erfahrung auch macht. Beim FC St. Gallen, also dort hat man so einen Campus, FC St. Gallen Akademie, und da ist auch die Köchin, man kann da immer Mittagessen, man kann da frühstücken. Und das, genau, dann warst du da quasi in Schule, hast du ganz normal Ja, war zu bei Sportschule und danach habe ich noch eine kaufmännische Ausbildung absolviert. Dürfen wir essen? Ja. Willst du nicht noch mehr Frische, oder? Doch, ja, natürlich. Nimm muss ich jetzt machen. Wann wurdest du quasi als Jugendlicher gescoutet? Also war das, du warst im Dorfverein? Ja, ich war im Dorfverein. Also mit 6 angefangen. Mhm. Dann habe ich bis 10 in einem Dorfverein gespielt. Mhm. Dann in der U11 bin ich in die Regionalauswahl gekommen. Und bis in der U15 war ich so in dieser Regionalauswahl, so in der Nähe, in der Gegend. Und dann in der U16 war so das Scouting-Turnier und so Aufnahmeturnier, Trainingswoche, wie man das sagt, beim FC St. Gallen. Mhm. Und da muss man sich so vorstellen, das kommen 150 Jugendliche in deinem Alter und du musst halt 25 nehmen sie und du musst dich dann so durchsetzen. Und ja, dann gibt man alles. Und hat zum Glück auch geklappt. Und dann war ich ab der U16 mit 15 Jahren war ich beim FC St. Gallen und bis zum Profi halt dann hochgearbeitet. Und dann hierher. Also genau, gleich Frühstück geschafft. Das heißt, für dich geht es dann runter zum Training. Da lassen wir dich grundsätzlich in Ruhe halten, aber mit der Kamera ein bisschen genauer mal drauf gucken, wie viel Energie dir dieses Frühstück jetzt gegeben hat. Da muss ich mich anstrengen heute. Ja. Heute mal. Okay. Heute wie immer, oder? Heute wie immer, ja.
mit ihm Training geschafft. Ja. Das heißt, war anstrengend? Ja, war schon anstrengend, ja. Wechselndes Wetter heute habe ich schon mitbekommen. Richtig, war gut. Ja, hat dir sehr schön. Dann gibt es gleich jetzt Mittagessen. Mittagessen und ja. Ich würde sagen, wir setzen uns raus bei dem Wetter. Perfekt, und gucken mal, was es gleich bei dir gibt. Ja, jetzt haben wir uns ein Mittagessen verdient. Ja, ihr auf jeden Fall. Ich habe mich nicht so viel bewegt in der Zwischenzeit, aber deswegen teilen wir hier jetzt ein bisschen. Teilen wir einen Salat. Ja. Perfekt. Ja, wir hatten ja jetzt mega viel schon über Essen und Ernährung und so weiter gesprochen. Aber gibt es bei dir auch so andere Punkte, wo du sagst, es hat dir in deinem Weg zum Profisportler geholfen? Ich habe ein bisschen ja schon rausgehört, Familie ist bei dir irgendwie sehr wichtig. Ja, also Familie, Freundschaft sehr wichtig, weil vor allem, wenn es mal nicht so gut läuft, dann brauchst du halt auch so dein Umfeld, der dich so extrem unterstützt. Und ja, ansonsten halt, man darf in der Jugend auch mal Spaß haben, also unter den Freunden. Das gehört mal, dass man ein, sagt man ein Seich auf Hochdeutsch? Ein Seich? Nicht? So mal ein drauf macht. So, ja, so Blödsinn macht. Ja. Das gehört auch dazu, dass man mit den Freunden unterwegs ist, auch ein bisschen. Und ja, alles. Was hast du für Blödsinn gemacht in der Jugend? Nicht viel. Klingelstreich haben wir gemacht. Wie am Telefon oder? Nein, an der Haustür. Und dann abgehauen und halt solche Sachen. Und ja. Was brauchst du noch? Und als du hierher gekommen bist, du kanntest ja Packer schon aus der Nationalmannschaft. Wie wichtig war das auch für dich, dass du hier schon so eine Bezugsperson hast, um hier anzukommen? Weil du ja auch gerade so, ist vielleicht auch nicht bei jedem so, dass er quasi von zu Hause das erste Mal auszieht, sondern viele sind ja durch Nachwuchsleistungszentrum. Genau. Ja, ich muss sagen, wenn man weiß, so, dass man jemanden kennt, ist natürlich einfacher, weil ich konnte ihn viel fragen. Der hat mir viel geholfen, selbst mit Versicherungen, Auto, Wohnung auch und einfach so mich wohl hier zu fühlen, einzuleben, hatte mir wirklich sehr viel geholfen. Und ich finde auch, es ist viel einfacher, wenn man jemanden kennt. So. Ja. Klar, direkt Lukas Daschner ist zu mir gekommen, Cello und direkt Kontakt gehabt. Und alle haben mich sehr gut aufgenommen. So. Aber es ist nochmal anders, wenn man jemanden kennt. So. Ja. Fällt einem sehr viel einfacher. Wenn du jetzt so ein bisschen Vergleich ziehst, St. Gallen zu St. Pauli, was so Umfeld, Fans und so anbetrifft, findest du da so ein bisschen Ähnlichkeiten oder sagst du, boah, das ist alles komplett? Boah, ich muss sagen, da St. Gallen auch eine sehr, sehr so fußballverrückte Stadt ist, kann man so, ist ein bisschen ähnlich wie St. Pauli, aber hier ist halt nochmal der Support ist noch größer. Also der Support ist ja auch bei St. Gallen richtig groß, aber ich meine so von der Menschenmenge hat es hier viel mehr Supporter und auch wenn man das vergleicht mit Stadion ist immer ausverkauft. In St. Gallen ist er auch viel und oft ausverkauft, aber nicht wie hier so deutlich, dass jedes Spiel, egal welcher Gegner, das Stadion voll ist. So, dann sind wir gleich fertig. Du hast gut aufgegessen. Gibt morgen dann hoffentlich schönes Wetter. Hoffentlich. Und wir machen uns gleich noch auf und gehen noch mal einkaufen zusammen. Ne? Wie ist das für dich? Auch einkaufen quasi ja eigentlich was, was du zu Hause nicht so machen musstest? Oder da Mama und Papa gesagt, doch, doch. Also, ich war auch sehr gerne einkaufen eigentlich, so mit meiner Mama. Links. Aber Papa hat das schon sehr oft gemacht. Ja. Und hier eigentlich, seit ich in Hamburg bin, geht das auch sehr gut, weil direkt unter mir ist so ein Edeka. Und es klappt eigentlich gut. Also, in einer Minute da und kann kurz einkaufen, braucht kein Auto. Perfekt. Denkst du auch immer an alles oder hast du, merkst du jetzt manchmal so, boah, Mama fehlt, Papa fehlt, die hatten ja, alles im Blick? Ja, ja, also ist schon nicht so einfach, weil ab und zu man geht für etwas Bestimmtes und man kauft alles außer das. Ja. Und ja, aber ich habe mich langsam daran gewöhnt, also ich schreibe es auf meine Notizen auf meinem Handy. Ja.
Einkaufsliste. Genau. Aber meistens bleibt es nie bei dem, also kommen immer mehr Sachen. Ich bin gespannt gleich. Aber du hast ja ein bisschen Familie gerade da, ne? Die Freunde. Ja, Familie ist da, ja. Gibt es irgendwas, was sie immer mitnehmen aus Deutschland, wenn sie hier sind mit den Schweizern? Also aus der Schweiz nehmen sie immer Schweizer Käse mit. Mhm. Also der scharfe Max heißt er. Den habe ich extrem gerne. Und Schweizer Mayonnaise. Echt? Wieso? Habe ich auch extrem gerne. Was? Ich teste das nicht oft, aber so, wenn ich mal ein Wrap zu Hause mache, dann habe ich den gerne so mit Mayonnaise. Und warum ist die anders? Die ist anders. Also die ist nicht leicht. Habe ich überall gesucht und die ist nicht leicht. Echt? Die ist nicht leicht, nein, leider. Okay. Und andersrum, gibt es auch was, was Sie jetzt von hier immer mitnehmen rüber? Nein, nicht so groß. Du hast dich noch nicht genug hier durchgeteilt. Wie heißen die an der, diese Teigtaschen mit Puderzucker? Oder haben wir am Dom gegessen? Ach so, ja, okay, das kann man schlecht mitnehmen. Schmalzkuchen. Ja. Schmalzkuchen. Das kann man schlecht mitnehmen. Damit man nicht mit Hunger einkaufen geht, ne? Noch kurz ein Snack. Mittagessen ist nämlich jetzt eine kleine Weile schon her. Ja. Da ist Müsli-Riegel immer gut, oder? Das ist so. Also Autofahren ist auch schon besser geworden hier, Betty. Ja, definitiv. Hat einen harten Einstieg in Hamburg mit Autos. Aber lag das an Hamburg oder lag das an dem großen Auto? Einfach, also ich kannte die Stadt nicht. Ja. Und dann braucht man Navigation, schaut ein bisschen Navigation, man ist neu, man schaut raus und ein paar kleine Flüchtigkeitsfehler sind passiert. Ja, angekommen bei Edeka. Yes. Das heißt, als erstes Einkaufswagen. Und dann bin ich gespannt, was da gleich drin landet. Vamos! Los geht's. Ah. gleich die Erdbeeren ins Auge gesprungen, habe ich gesehen. Erdbeeren. Ja, du musst. Cherry-Tomaten. Die hast du schon mal immer zu Hause? Boah, die habe ich immer zu Hause. Weil du was damit machst? Weil ich viel oft einen Salat bei mir zu Hause mache. Und Tomaten-Mozzarella-Salat ist mein Lieblingssalat. Ja? Ja, mit Balsamico, Olivenöl, bisschen Gewürze und ja. Hast du ein Lieblingsobst? Ananas ist mein Lieblingsobst. Ja, und das kannst du... Oder Wassermelone. Okay, ich glaube Wassermelone heute. Was bringt das? Da sieht man, ob der süß ist, ob der so reif ist. Woran erkennst du das gerade? Schau mal. Wenn so. Der zum Beispiel? Ja. Der stoppt direkt so. Ja. Und bei dem zum Beispiel ist länger. Schau mal. Und das heißt, welches jetzt besser? Ich glaube, der. Muss aber Mama fragen, ruf noch mal an. Wie war das nochmal? Ich glaube, ich nehme... Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich nehme immer die, die schon angeschnitten sind. Ich will einen, den ich selber schneide. Ich will ein bisschen zu Hause leiden, damit es feiner schmeckt. So. Ja? Ja. Also ich nehme den. Okay. Der hat mich von Beginn an überzeugt. Ich bin noch gespannt. Du kannst auch mal Sachen reintun, von denen du weißt, dass deine Mama sich freut, weil es die immer bei euch gab. Ja? So was finde ich. Ja. Ach so. Deswegen, du musst halt, ich weiß, ihr müsst immer sehr auf Ernährung achten und ich weiß auch, dass du das tust, aber heute darfst du, weil du Besuch hast, auch mal ein bisschen. Cheat Day. Cheat Day für die. Ja, du bist ja noch in der Saison. Ja, ich darf ja nicht, aber nein, die dürfen. Die dürfen. Genau. Wie ist es außerhalb der Saison, Mädchen? Darf man sich da ein bisschen mehr gönnen, oder? Außerhalb der Saison? Mhm. Also es ist so, dass ich mir einmal in der Woche auch Fastfood gönne. Ja. Wenn ich ganz ehrlich bin. Und einmal in der Woche mir Fastfood gönnen. Ja. Sollen wir hin? Sollen wir recht? Das ist schön. Und ich esse auch gerne so kleine Snacks zu Hause. So mal ein Kinderriegel, mal ein Kinder Bueno. Ja. Weil ich sage jetzt, klar, man sollte gar nichts essen, aber ich sage, diese Fetten braucht man auch ein bisschen im Körper. So. Nicht oft, aber ab und zu mal. Du hast uns hier hingebracht. Mhm. Was? Ja, und zwar sind wir jetzt hier beim Sushi, weil heute früh haben wir gut gefrühstückt. Mittags haben wir warm gegessen und heute Abend habe ich wieder sehr, sehr, sehr
viel Lust auf Sushi. Mhm. Habe ich schon lange nicht mehr gegessen und ja, schauen wir mal, was es da gibt. Ich bin auch praktisch, ne? Dass du das jetzt nicht selber machst. Ja, mega. Also das ist, ich kenne es ja auch bei mir. Direkt unter mir ist ja der andere Edeka und ja, ich gehe da ab und zu mal Sushi holen. Und ja, es schmeckt wirklich sehr, find sehr gut. Finde ich auch. Ich finde, das geht. Ja. Das kann ich nehme immer so die zwei. Einmal California Lachs Avocado und einmal noch mit Schnittlauch. Schmeckt sehr, sehr gut. Ah, ich brauche noch hier, perfekt. Und zwar, ich werde morgen mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit kochen am Abend. Echt? Ja. Obwohl Mama da ist, musst du essen? Ja, weil die hat jetzt schon zweimal gemacht. Mhm. Und ich habe mir gedacht, einmal muss sehr ich gut ihr auch meine Kochkünste zeigen. Nichts Kompliziertes. Ja. Aber ich muss das jetzt finden. Ich will Penne all'arrabbiata machen. Aber das heißt, nimmst du fertige Soße, oder? Nein, nein, also okay, ich mach die noch. Okay. Ich mach die noch zu Hause fertig, komplett. Was nehmen wir da? Welche Nudeln? Ich nehme die. Da gibt es auch richtige, oh, genau, so Fraktionen, ne? Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich habe Freundinnen, da gibt es richtig Streit, wenn es nicht die gibt oder andersrum, ja, oder so. Die Nudeln sind immer. Ja, aber ich bin so eigentlich so der Basic-Typ. Zwei oder eins? Zwei. Großen Hunger. Und was braucht man dann? Dann brauche ich hier noch. Wo ist das denn? Ein bisschen Tomatenpüree. Das, oder? Nur nicht. Das da? Ja. Ja, das ist gut. Genau, das habe ich gesucht. Auch das. Zwei, oder? Auch zwei, ja. Perfekt. Wie viele Leute seid ihr? Zu viert. Zu viert. Achso, das sollte genügen. Und ja, perfekt. Heute ja, gibt es ja Asiatisch bei dir. Genau. Morgen Italienisch. Genau. Habt ihr Kosovarisch auch manchmal? Kennst du da? Ja, aber da bin ich noch nicht so gut. Also, mhm, das macht meine Mama oft. Ja? Also mein Lieblingsessen sind so gefüllte Teigtaschen mit Hackfleisch und dann Zwiebeln, Gewürze etc. Ist das so ein traditionelles? Ja, genau. Dazu noch so ein bisschen Joghurt. Und das ist wirklich so, wo ich sage, so mein Lieblingsessen. Ah, ich brauche noch Hafermilch. Weil ich mache mir morgens auch oft so einen Proteinshake. Mhm. Und dann mache ich das immer mit Hafermilch. Also wird euch das auch gesagt, ist das besser als immer nur tierische Produkte? Oder ist das so dein Geschmack? Ich habe so ein bisschen einfach Mühe mit, wenn ich jetzt Cornflakes esse zum Beispiel, mhm, und so ganz viel Milch, mhm, boah, dann habe ich Mühe mit meinem Bauch, so mit der Verdauung. Aber ansonsten Hafer finde ich noch sowieso, es schmeckt besser so. Ja. Genau. Peti, wie findest du die Abteilung? Gar nicht gut. Gar nicht gut. Was ist das für ein Verein? Wo spielen die? Okay, jetzt sind wir in ein bisschen Snacks für zu Hause. Was snackst du immer so? Boah, eigentlich sehr unterschiedlich. Ich habe Pistazien sehr gerne. Ja. Aber die finde ich bis jetzt noch nicht. Mit oder? Also willst du die und poolen oder nicht? Diese Wasabi. Ja. Nuts. Du kannst ja, die oder? Pistazien. Ja, genau. Also die ich selber öffnen muss. Zwei Stück von denen. Top. Bin gespannt. Was sind da? Schmeiß. Das trinke ich gerne. Maracuja trinke ich sehr gerne. Ich würde mich für den entscheiden. Wenn du gerade, wenn du Besuch hast, geht immer. Ja, also, dann nehme ich auch den. Vitaminsaft. Ja, ja. Das irgendwas der geht immer. Schmeckt jedem da drin. Der geht immer, das stimmt. Das Ziel strebe ich jetzt zur Kasse gelaufen. Genau, ja. Ich okay, habe alles. Und jetzt. Dann helfe ich dir mal kurz, das alles aufs Band zu kriegen. Mein Nachtessen darf ich nicht vergessen. Okay, oh, ich glaube, wir kriegen alles mit. So, eingekauft haben wir. Das perfekt. War's.
Ja, hat Spaß gemacht. Ich hat für dich Spaß gemacht, ja. Ich habe jetzt auf jeden Fall gelernt, was es bei dir im Kühlschrank immer geben muss. Ja. Ja, danke Betim, dass du uns heute mitgenommen hast und uns ein bisschen was von dir erzählt hast. Mir hat es auch sehr Spaß gemacht. Bring die Sachen heil nach Hause. Ja.